Hallöchen, Leute, und willkommen zu meinem 32. Teil von Let's Play des The Zelda of Legend Minish Cap und so. Wir haben das letzte Mal, sind wir in die Wolken hinaufgestiegen und, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich hier eigentlich zu tun habe. Ich glaube, ich muss Glücksfragmente finden. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, finde ich die, indem ich diese komischen Wolkenpiranhas umniete. Also schauen wir doch einfach mal, was wir nicht so alles finden können. Da hinten ist eine Schatzkiste, die will ich haben. Das ist auch relativ einfach, hoffe ich. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Und jawohl, sehr schön. Da ist wahrscheinlich sowieso noch ein Glücksfragment drin oder. Obwohl, das ist ein goldenes. Das werde ich sehr wahrscheinlich brauchen, um hier weiterzukommen. Buddeln wir uns hier mal. Aua. Hey, da ist doch was. Aha! Muscheln. Oh, aha, Muscheln. Ah. Ich mag Muscheln nicht. Egal, gehen wir mal in die Richtung weiter, wo ich ursprünglich eigentlich hin wollte. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mal gebraucht. Und lassen wir uns einfach mal hier nach unten fallen. Das sieht auffällig aus. Nee, scheinbar nicht. Okay, dann... Oh, was bist du denn? Au, 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 au. So? Hä? Au, nein. Hä? Da, nimm das, Elendiger. Wabbelbacke! Sehr gut. Haben wir das? Das. Nee. Das sieht gut aus. Tada! Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Und was geschieht denn Feines? Ah, ein Windrad hat sich angefangen zu drehen. Und da fünf Windräder stehen. Meine Güte, meine, hier, Aussprache ist heute mal wieder einzigartig. Da hier fünf Windräder, fünf Dingers stehen, gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal, das war vielleicht keine so gute Idee, da die noch da rumstehen, gehe ich mal davon aus, dass ich insgesamt fünf Fragmente vereinen muss. Muscheln. Wir graben uns da durch. Das ist so wunderschön. Auch wenn hier wahrscheinlich gar nichts ist. Ich grab mich trotzdem hindurch und bekomme ein Glücksfragment. Hui. Oh nein, ein Au. Los, komm schon. Ah. Komm schon. Ah. Oh. Los. Ah. Ah, blödes Vieh. Komm her. Ah. Komm her. Ah. Oh, du schon wieder. Ah, das kannst du vergessen. Diesmal falle ich nicht auf deinen elendigen Trick herein. Nimm das. Glücksfragment. Ich glaube, das habe ich auch. Jawohl, sehr schön. Die beiden Fragmente passen perfekt. Hui! Und ein Windräterer fängt sich an zu drehen. Jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten für weiterzugehen. Ich nehme einfach mal hier diesen oberen. Ich sollte vielleicht einfach aufhören zu reden. Das wird heute sowieso nichts mehr. Meine Güte. So. Nein. Hahaha, das hast du dir so gedacht. Da komme ich wahrscheinlich dann darüber. Genau, warum, was dieser Bildschirm sollte, entzieht sich jetzt hier mir jeglicher Kenntnis. Aber okay, ich meine, warum nicht?
So, und da hier so eine Wabbelwolke ist, gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass ich hier wieder die Piranhas umnatzen muss. Kommt schon, kommt schon. Ich bin hier! Ich bin hier! Komm her, Elendiger! Die Dinger sind... Moment. Nein. 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 Haha! Wo ist der andere? Hier. Wo springst du denn hin? Hier bin ich, hier bin ich. Komm her, hier bin ich. Komm schon. Ha! Oh. Nein, nein, nein. Ich hab ihn doch fast umgehauen. Oh, und wieder zurück. Sind die jetzt beide wieder da? Nee. Doch. Oh, nee, ne? Oh. Au. Au. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, die einfacher umzuhauen. Ohne, dass ich hier dabei fast verrecke und jedes Mal in irgendwelche Wirbelstürme fliege. So. Ah. Oh, ein neues Glücksfragment. Damit dürfte ich jetzt eigentlich alle beisammen haben. Jetzt muss ich nur noch die entsprechenden, hier. Punkte finden. Oh, Muscheln. Wie viel habe ich jetzt eigentlich mittlerweile von den Dingern? 999. Hand-Auge-Koordination! Hand-Auge-Koordination! Bitte melden! Hallo, Hand-Auge-Koordination! Scheint heute nicht da zu sein. Aha, nein. So, einmal hier, hier, hier. Bringt gar nichts. Wunder... Richtig. Wie komme ich hier jetzt wieder... Oh, mich interessieren die Glücksfragen. Oh, da war ein Loch. Oh, da ist ein Ding. Oh, der ist tot. Hey, da ist ein Wirbelsturm. So, ich habe das Gefühl, hier oben ist irgendwo... Nee. Scheinbar nicht. Kramen wir uns hier nochmal durch. Wenn gar nichts, komme ich da rein. Jawohl. Will ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Hui. Ah, das hätte ich doch noch ohne geschafft. Dann lasse ich mich hier einfach mal so ein bisschen runterfallen und dann gucken wir mal. Hier haben wir die nächste Wolkentafel. Und da nehmen wir doch einfach dieses Fragment hier. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Und das dritte Windrad dreht sich. Fehlen nur noch... Zwei. Habe ich hier eine Karte? Ja, Tatsache. Ja, aber nichts markiert. Macht aber gar nichts. Ich werde hier einfach mal auf gut Glück. Also ich weiß, eins war direkt am Anfang. Heißt, eins muss ich noch irgendwie finden. Grab, Grab, Buddel, 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 Buddel. Ups. War ich hier schon? Ich glaube ja, ich glaube ja. Aber das macht nichts. Wir können auch hier nach rechts fliegen. Whee! Fliegen ist so schön, so. Moment, da. Da ist das am Anfang. Ich glaube, da bin ich jetzt am Anfang. Ja. Da bin ich am Anfang. Oder? Bin ich das? Ja. Egal. Ja, genau. Oder auch so. Perfekt hier. Passen. Fragmente. Okay, das war 4 von 5. Jetzt fehlt nur noch das fünfte. Ja. Das habe ich schon. War ich da unten noch schon drin?
Nein, war ich nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab das schwierige Rätsel gelöst. Die beiden Fragmente passen perfekt. Und alle fünf Winterräte drehen sich. Wow, ein riesen Wirbelschütterwurm. So, jetzt muss ich nochmal wieder zurückkommen. Das dürfte aber jetzt kein großes Problem mehr sein. Und hopp. Ups. Roll, Fall. Uah. Oh. Das war irgendwie fies jetzt. So, und dann nochmal nach drüben. Sehr gut. So, damit kann ich mich jetzt hier selbst in den Wirbelsturm begeben. Wow. Oh, da oben ist ein Teleportpunkt. Das ist sehr gut. Oh, wieder ein Windmal. Werden nur hier oben dieses Gebäude errichtet. GK, vielleicht kann uns hier jemand etwas über das Element sagen. Oh. Au. Oh, wer bist denn du? Du siehst ja lustig aus. Wir vom Volk des Windes haben großes Talent darin. Großes Talent darin, Fragmente zu finden. Wir sind so gut, dass wir nicht wissen, wohin mit den vielen Fragmenten. Da hilft auch Ordnung nichts, wenn sie uns nur jemand abnehmen würde. Fragmente vereinen? Sehr gern. Hab ich nicht. Keine Lust? Schade. Oh! Glücksfragment erhalten! Oh! Glücksfragment erhalten! Oh! Glücksfragment erhalten! Okay. Geh mal eben weiter nach oben. Ich hätte mir vielleicht die anderen Stockwerke mal angucken sollen. Da steht jemand vor der Treppe. Nimm den großen Wirbelwind hier auf dem Dach, um zum Palast zu gelangen. Du willst Fragmente vereinen? Oh ja! Und ich habe immer noch nicht das Passende. Oh, ist keine Lust, na dann bis bald. Oh. Hey. Glücksfragment erhalten. Oh mein Gott. Sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch das Fati Böses tut, hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Fatis Weg zum Force. So heißt es in den Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass auch Fati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten, doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur hinauf aufs Dach. Das ist doch schön. Gehst du zum Palast? Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht, den Palast zu erforschen. Hui. Oh. Kaputt machen, Fee fressen. Nom, 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 nom. Wow, ich kann wieder schießen. I'm firing my laser. Blah. Und damit sind wir im Palast des Windes angekommen. Hey, so etwas, wer hätte das gedacht, dass hier oben ein großer Palast ist? Diese Höhe, da zittern mir die Knie, wenn ich welche hätte. Jedenfalls, da wir hier im Palast angekommen sind und ich jetzt hier einfach mal so anfangen möchte und gleich am Anfang wieder den Part beenden möchte, werde ich jetzt hier gleich einen Cut machen, bevor wir zum Palast uns bewegen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, bitte kommentieren, bitte gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.